Oh, ich habe am Samstag auf der Messe einen Kaffee getrunken, voll Herzrasen gekriegt und Panikattacken. Das war Toll. total uncool. Aber es hat mich hinterher, fand ich das wiederum cool irgendwo. Ich weiß auch nicht warum. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Oder Rick. extrem tödlich, doch wir wissen, dass Ja. dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Wir müssen uns noch mehr anstrengen als schon in der letzten Folge. Vor allem zu eurer Unterstützung habe ich es extra schwierig gemacht. Wow, somit willkommen zurück zu einer neuen Folge Portal 2 mit dem Rixen. Und dem Mr. Sick. Und was Moinsen. haben wir denn eigentlich alles? Wir haben wieder diesen Flubber Jump Gun, diese Wege und Wasser, was uns nicht heilig ist. Genau. Okay, und dann haben wir Und sozusagen wir haben hier. eine Menge weißer Fläche. Ja. Da drüben irgendwo ist Exit. Und da ist halt Und auch. da kommt wieder Flubber von oben runter. Kannst du dort ein Portal, hier ein Portal hinmachen und hier eins? Und Dann wo? da, so die Drehe. Du meinst, du kannst da bis rüberspringen? Ach nee, du willst auch rüberlaufen, okay. Genau, weil da ist nämlich der rote Knopf, Ivan. Ja, aber da kommt jetzt der Flubber runter, den wir nicht kriegen. Warte, Ja. warte, warte. Ich mach den jetzt mal hierher, ja? Bist du da drüben safe an dem Nein, bin Knopf? ich Nee, nicht. ne? Nein, bin ich Okay. nicht. Scheiße. Du musst. Nee, höher können wir das Ding nicht machen, ne? Wo kommt der Flapper raus? Dort kommt der Flapper raus. Wo Ja, kommt wir der hätten Flapper das. raus? Pass auf. Da kommt der Flapper raus! Wo Pass kommt auf, der wir machen Flapper das raus? mal ganz Da anders. kommt Komm der noch mal Flapper raus! zurück. Ja. Lass mich doch kurz mal frei drehen, ey. Frei drin! Und nochmal runter hier. Wir Ich musste platzieren gerade das mal irgendwie ganz anders. unfreiwillig an Frau Freigang denken. Frau Freigang? Ja, das war meine Lehrerin in der vierten Mach Klasse. du mal da einen Eingang. Und Und das war jetzt eine machst du. ganz hässliche Schlampe. Ne. Hast du das gerade laut gesagt? Ja, die war schrecklich, ey. Das ist Alter. echt, dass sowas eine Grundschullehrerin ist, gehört eigentlich verboten. Okay. Was hat die gemacht? Die war rassistisch ohne Ende und pädagogisch nicht wertvoll. Okay. Also sie war richtig, die war wirklich richtig schlimm. Ich hab's nicht geschafft. Noob. Wow, wow. Was? Das haben wir. Hat die gesagt, wir haben es extra schwierig gemacht? Das ist doch easy. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte jetzt, müssen erst mal anfangen mit überlegen. Sind wir jetzt wirklich schon durch? Nein. Doch. Wasser nicht. Junge, hier geht's weiter. Ah ja, okay. Trotzdem war das jetzt nicht so schwierig. Da drüben kannst du keins setzen. Hier kann man eins setzen. Also hier ist auch in der Ecke noch eins. Ja, Hast das du da hilft irgend so einen uns. Schalter hier drüben? Ja. Was macht der? Da drüben kommt Flubber runter. Auf der anderen Da. Seite, von dem Tor, Dings hier. Da darf ich jetzt nicht mit rüber gehen, dann geht der Weg weg. Geh mal da rüber, was passiert denn da? Du kannst doch da drüben jetzt auch nochmal einen Weg machen. Ich darf bloß hier nicht durchgehen, dann sind die Wege weg. Wo drüben kann ich einen Weg Guck mal machen? her, hier zu mir. Hier, hier, hier. Ach, da Da drüben. durchgehen. Ja, da drüben Ja. kommt irgendwo der Flubber runter. Wo muss man denn eigentlich Ja. hin? Na, dort, Ach, wo da der oben, Flabber beim ist. Exit. Kommst du da dran mit dem Ausgang? Ja. Dann nimm mal den Strahl da weg. Wir müssen da eigentlich bloß den Flubber da runterschießen und den da Mach mal, rauskommen Flabber. lassen. Ja. So, jetzt Dann komme komm ich mal rüber. zurück. Du kannst übrigens auch über den Flapper, guck mal, so drüber laufen. Und dann, wenn du an dem Flapper bist, einfach Leertaste Ach so. drücken. Ich habe zwar keine Kontrolle über die Welt außerhalb der Teststrecken, doch die Remontageeinheit kann auch dort helfen. Falls erforderlich, wird sie für euch da sein. Ja. Lol, Hat die nicht das war gesagt, jetzt dass. extra schwer. Ja, ne? Also, Da kann Baby, ich nur lachen. extra schwer war es nicht. Niemals. Niemals. Jump the fuck up. Machen wir gleich noch eine, wa? Ja, natürlich. Dann kriegen wir 5 Minuten, nicht immer. Bei dem anderen übel gekrügelt letzte Folge. Ey, meine Fresse. Ja. Na gut, Dass aber eure manchmal. Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht.
Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Hä? Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Was? Wilde Kuh, ey. Was? Ach, hör doch einfach nicht hin. Die Frau spinnt. Ach, ich sag mal, mach da ja nichts. Da hast du Flabber dran geschossen, ne? Das bewusst? Sollen wir den mal noch weiter schießen? Warte mal. Warte. Okay. Und was hast du jetzt vor? Ich hab keine Ahnung. Als ob ich hier. Ach, guck mal. Ja. Lass mal da hoch, meinst du? Bin ja voll abgegangen, Alter. Warte. Was machst du denn, Alter? Ich wollte einfach hier hoch. Okay. Weil jetzt kannst du jetzt dann, hier den Ausgang mal. Und dort. Nee, warte mal, ich will schon mal hier rausspringen. Was passiert denn da? Okay. Gott, na. Kannst du da nochmal bitte hochgehen? Wie denn? Ne, hier nochmal über die Portale. Also hier eins setzen und dort eins setzen. Und jetzt? Na, geh mal durch. Und jetzt springen wir durch mein Portal da unten. Wo komme ich denn da raus? Trau dich. Trust me. Da drüben, okay. Bam, bam, bam. Und jetzt? Komm ich nach oben, ja, ne? So Stück für Stück schon. Ja, bin oben. Okay, ich komme auch mal nach. Soll ich dich erstmal da hochlassen oder? Ne, du kannst ja selbst. Ich genau. will ja auch springen. Ja. Wuhu! Jump. Hui! Schon so eine miese Hure vor dem Herrn, ey. Das geht gar nicht. Was denn? Du hast das jetzt nicht geschafft? So müssen sich Übergewichtige fühlen bei einer kleinen Stufe. Du bist eine Fotze, jetzt mach das doch mal dahin. Ach so, sorry, wohin? Scheiße, ich hab das Ding weggenommen. Warte, ich mach's dahin, komm erst mal hoch. Und dann machst du dir deinen Eingang da nochmal neu. You know? Ey, Rick. Ey, das ist. Sorry. Ey, Leute, das ist einfach nur, damit ihr das mal zeitlich gerade ein bisschen in den Kontext reinbekommt. Wisst ihr, ich war jetzt 3 Tage lang an der Messe unterwegs. Sprichwörtlich auf der Dreamhack. So, ich bin heute wiedergekommen, bin total fertig mit der Welt. Rick fragt mich, ob wir heute noch Portal aufnehmen wollen und jetzt nervt er mich so abgrundtief. Es geht gar nicht. Nächstes Mal sage ich einfach nein. Geh da weg! Sonst hau ich dich. Wie denn, wenn du nicht hochkommst? Haha, siehst du? Karma's a bitch. Ha, ja. Jetzt ist keiner mehr da. Jetzt heulst du nämlich. Ja. Nee. Bist du nur neidisch, weil du nicht rund bist. Ja. Oh, noch ein Rätsel. Ach. Okay, da ist wieder wahrscheinlich flabbermäßig was rauskommt. Aber wo kommt's raus? Da. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ja, hier drüben kommt's raus. Ach, da. Aha. Da kann wahrscheinlich einer, musst du halt, also einer per Portalis da durch. Ja, Portalis. Irchen de wie? Aber wohin? Wo sollen wir denn hin? Dass du dir hier ein Portal setzt, so. Und dann? Weiß ich nicht. Ich glaub mal. Ja, stirb, du dumme Sau.
Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Ja. Welche Menschen? Das in euren Speichern haben. Welche Menschen? Diese Menschen. Ich gehe mal hier durch. Bist du dir sicher? Ja. Weil das wirst du nicht können. Ich sag, geh du mal hier durch. Ach so, ich dachte, du willst. Ich hab verstanden, ich geh mal hier durch. So. Waschen. Wo? Ohren oder was? Füße. Direkt nach Rutschen. Na? Ich hab hier einen Flabbereingang. Wo lass ich den jetzt rauskommen? Ich lass den rauskommen. Hinter dir. Nee, geht ja nicht. Ja, und wo soll ich den jetzt rauskommen lassen? Ne. Guck dich doch mal da um, ist da irgendwas? Na, ich habe hier über mir was, aber das bringt mir das, wenn jetzt von hier oben der Flabber runterkommt. Das bringt ja mir ja nichts, oder? Weiß ich ja nicht. Du bist da. Ja, ich Du kannst doch dort gucken. Yeah. Du kannst doch da Portale setzen. Setz mal eins da oben jetzt hin. Ja. Und ich mach mal Flabber. Na, dann kommt das hier von hier, so also klatsch, klatsch, weißt du? Genau, jetzt machst du das auf der anderen Seite auch. Aha. Mach ich. Und jetzt? Springst du. Bring ich da hoch, oder was? Gegen die Wand. Jetzt fliegst du da automatisch da links und rechts rüber. Scheiße, das funktioniert auch noch wirklich. Okay. Ich hab gedacht, ja, du stirbst nice. Jetzt. Oh, Meine Hoffnung war, dass du jetzt stirbst. Und jetzt kannst du das sozusagen das gleiche nochmal dort machen. Ja. Nee, doch, nee. Ja. Doch, ich hab's Portal. Wo soll ich denn hinflabbern? Weiß ich nicht, setz mal irgendwo hin ja, und ich flabber ja, einfach mal. Ich flabber mal alles voll hier. Ich flabber mal alles voll. Es geht ins Wasser. Yay, Wasser. Yeah. Springfield. Ja. Und da? Probier nochmal. Ja. Yay. Oh. Ah ja, das war jetzt aber auch. Oh, hier hat's Sinn gemacht, ne? Ja, da hat's Sinn gemacht. Aber. Ach so, und kannst. Das ist jetzt bloß eine Seite, ne? Da kannst vielleicht? Du, ja, und dort drüben halt ein Portal hinsetzen, weil da werde ich wahrscheinlich hinkommen, oder? Ich weiß es nicht. Na, wie werde ich denn da hinspringen? Geht ja nicht, du hast ja bloß eine Flabberseite. Ja, ja, ja. Ich dachte, ich komme da drüber, Konto. Aber ich wusste nicht, dass da. Aber warte mal. Warte mal. Ja, ich warte. Mach mal dein Weg hier, mit dem ich mit der Hilfe, wo ich rübergekommen bin zum Flabber. Mach die mal den Ausgang da dran, wo jetzt mein gelbes Portal ist da oben. Dann hätte man hier nämlich noch eine Wand, an die man dran flabbern kann. Ah. Genau? Ja, das hättest du bloß, jetzt musst du, genau. Ja, du musst jetzt einen Flabber da anmachen. Flabber. So, jetzt müsstest du hier hochspringen können. Flabber. Flabber. Nee, das hat nicht geklappt. Du musst schon im Winkel achten. Sollte vielleicht gerade drauf springen. Okay, wir müssen erst wieder das Ding hier machen und. Die Wand und dann musst du wieder ranflabbern. Flabbern. Okay, diesmal gerade dran springen. Gerade. Ja, die Herausforderung ist, dass die Fläche da drüben an dem Laser-Track schmaler ist, ne? Hui. Easy peasy. Ach, das war richtig schwer, war das jetzt. Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Ja, ja klar. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass eure Namen in den Fußnoten erscheinen. Das ist ja lieb. Wollte Hitler auch ein Denkmal? Was? Für seine tolle Rettung? Was? Ja, die ich erinnert mich halt so ein bisschen daran. Falsch und... Na, was denn? Sissi, nein. Wenngleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Oh. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Jetzt haben wir dieses Speed-Dingens gekriegt, und ich musste gerade meinen Hund abweisen. Denn ich war, wie gesagt, 3 Tage unterwegs und da ist mein Hund ein bisschen anhänglich. Okay. Weil jetzt 3 Tage bei meiner Schwester war. Oh, dieses Flabberzeug hier ist rot. Ja, ja, eben, das ist dieses Speed-Flabber. Okay. Blau ist zum Springen und orange. Das beschleunigt einfach. Beschleunigt, genau. Mal hier. Soll ich mal ausprobieren? Hui! Nice. Okay. Ich habe eine mega geile Karikatur gestern gesehen, ne? Ja, von? Oh. Das
Das ist jetzt bestimmt, wenn die Folge rauskommt, ist das schon total veraltet eigentlich, ne? Ja. Aber ja. Pass auf. Bei der Karikatur siehst du so ein Reporter-Team, was so eine, ich sag jetzt mal, so eine etwas ältere Frau einfach auf der Straße so interviewt, weißt du? Ja. So, und das erste Bild, Alter, es wird schon voll geflabbert. Das erste Bild ist aus dem Dezember 2015. Ja. Und da fragen die Frau, jetzt nach diesen Anschlägen in Frankreich, werden sie da jetzt Menschenansammlungen meiden? Da sagt die, nee, warum? Ist doch alles gut. Weißt du? Ja. Und dann ist die zweite, genau die gleiche, das gleiche Reporterteam, die gleiche Frau, die gleiche Frage, aber im Januar, jetzt nachdem das am Kölner Hauptbahnhof passiert ist, werden sie da jetzt Menschenmassen meiden? Und dann sagt die Frau, ja na klar, ich lass mir doch nicht mein Handy klauen. Okay. Du klapperst jetzt einfach hier mal pro forma alles voll, ne? Ja. Okay, finde ich, ist eine gute Idee. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber... Kommst du? Eis. Wo bist du? Hier, drüben. Warte, ich flapper hier noch ein bisschen was voll. Oh, sicher ist sicher. So. Bist du jetzt einfach rübergerannt, oder was? Jupp. Mit Sprung dann? Nein. Nice. Achso, warte mal. Wir müssen noch so einen Würfel holen. Würfel? Ja, weil sonst kommen wir da nicht drüben, nehme ich nicht an. Da ist der Würfel. Den musst du in der Luft fangen. Ach du hier? Scheiße. Der wird nämlich durch diesen Dings hier zerstört. Okay dann nochmal. Okay. Ein bisschen eher. Okay, wir zählen jetzt mal an, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wann der kommen muss. Also ich zähle an, wenn ich drücke, ja? Ja. 3, 2, 1, push. Zu früh? Okay, du musst also schon eher los, später los. Später, ja. Ja. Na, ich will noch mal ganz kurz probieren. So komme ich ja auch drüber, ne? Jo, okay. Ohne, dass du abspringst, meinst du? Nee, ohne, dass ich vorher Anlauf nehme auf das Orangene. Okay. Okay. 3, 2, 1, push. Okay, das sollte bei 3, 2, 1, wenn du drückst sozusagen, das müsste ich erst loslaufen und dann schaffe ich das auch. Okay. Bist du soweit? Jo. 3, 2, 1, push. Yes, nice. Wieder Air Jordan hier. Jo, Michael. Ja. Jordan. Wir sind ja hier in so einer riesengroßen Kugel, das sieht ja abgefahren aus. Na. Hier sollen ja angeblich die Menschen sein, die wir retten müssen. Ja. Die waren bestimmt vor 1000 Jahren mal hier. Ja. Was, das war jetzt das Rätsel, oder was? Ja. Warum sind denn hier eigentlich diese zwei Dinger? Kommt ich weiß es nicht, raus? Weil das, wir sind ja noch kein fertiges Testgelände. Weißt du, wir sind ja ein unfertigen Testgelände. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank das fürs Zuschauen. Richtig fies. Und ich hoffe, ihr seid nächste Folge wieder mit dabei. Tschaußen. Tschüss.